So, dann bitte ich mal, also vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Wir haben auch jede Woche hier offenes Mikro. Das heißt, jeder, der auch mal was zu sagen hat, bitte einfach auf uns zukommen, kurz absprechen und dann kann hier auch jeder seine Meinung sagen, mal frustlos werden oder was gerade eben halt bedrückt oder was er gerne mitteilen möchte, hier dann auch tun. Dafür stehen wir auch, für freies Wort, für jeden. Und Sandra möchte ich gerne nach vorne bitten. Sie möchte etwas vortragen, ein Post von einer Freundin. Ja, hallo. Ich habe diesmal einen Post von einer lieben Freundin. Ayrun ist ihr Name. Es hat noch eine kleine Geschichte hinterher und passt so zu diesem Zusammensein, was wir hier vollziehen und was ich auch ganz toll finde. Und dieser Post, der bringt etwas zum Ausdruck, was vielen oder wie es vielen von uns geht, in Hinsicht auf unsere Mitmenschen. Ich danke allen meinen Freunden, die sich nach und nach bei mir melden und mir kundtun, dass auch sie nun erkennen, was auf der Welt wirklich los ist. Lügen, Betrug, die Mainstream-Medien, das Bankensystem, die Manipulation vergiftete Lebensmittel, die NWO und. Und dass wir einer Kriegsgefahr ausgesetzt sind, die nicht mehr von der Hand zu weisen ist. Ich habe in der letzten Zeit häufig gedacht, dass meine Postings nur von denen gelesen werden, die eh schon Bescheid wissen und auch teilweise wirklich aktiv sind. Ob sie sich nun Gruppen anschließen oder ihr Leben und ihre Haltung grundlegend geändert haben, ganz gleich. Sehr traurig stimmt es mich dann um liebe Freunde, Menschen, die ich in meinem Herzen trage, die nicht sehen wollen und weiter in einer Illusion und einem Lügengebäude leben. Danke also für euer Feedback, das mir zeigt, dass mein Nachrichtenfluss nicht umsonst ist. Lasst uns die Information, die uns die Mainstream-Medien vorenthalten, weiter verbreiten und dafür Sorge tragen, dass wir immer mehr Menschen werden, die sich nicht mehr für dumm verkaufen und am Ende versklaven lassen. Wir machen die Augen der Nächsten auf. Liebe Ayrun, ohne die Suche nach dir, dabei auf die Wir-Karte, dazu möchte ich was sagen, die Wir-Karte, das ist eine Homepage, so in etwa auch wie unsere Mahnwachen, wo sich eben Leute mit gleichen Interessen, die viele Dinge schon erkannt haben und auch aus diesem System hier raus sind und raus wollen, nach Möglichkeiten suchen, sich untereinander helfen. In jeglicher Hinsicht, sei es eben Mitwohnen, autark wohnen, Lebensgemeinschaften, sehr interessant. Und ich bin da hingestoßen, weil Ayrun habe ich in Hannover, meiner Heimatstadt, kennengelernt. Dann haben wir uns aus den Augen verloren. Und ich war auch in Süddeutschland, aber komischerweise die Verbindung war immer da. Weil sie war eigentlich meine Trainerin beim Sport und sie hatte immer zum Sportende so ganz tolle Verse, so Lebensweisheiten, die mich immer fasziniert haben. Und irgendwo, ich meine, ihr wisst das auch, dass bei Menschen Schwingungen da sind. Und es hat einfach gepasst. Und auch wenn wir dann, wie gesagt, uns aus den Augen verloren haben und ich in Süddeutschland war, habe ich immer gesucht. Ich weiß nicht warum, es war einfach so. Bis ich sie dann, als ich wieder zurückkam, gefunden habe und dann, sie lebt jetzt auf Kreta. Hat dort, gibt Sportunterricht und hat auch eine Taverne und macht auch, wenn Besucher da sind, so, wer mal Interesse hat oder so, die Insel, sie kann Griechisch und ist ganz toll da, sie kennt sich da bestens aus und sie begleitet auch meditativ und sportmäßig Personen,
Und ja. Und die Wirkarte, da ist sie auch für tätig und macht Videos und auch bei der Organisation dann. Und im Übrigen auch der Gunnar Gast. Und Gunnar Gast, den dürftet ihr ja kennen, der ganz aktiv in Frankfurt und Köln, wo ein Post letztens war, wo er in Köln eine ganz tolle Rede gehalten hat. Ja. Und deshalb lag es mir jetzt auch am Herzen, weil ich mich so gefreut habe, die Alruhen, obwohl ich nicht wusste, wo sie war, wiedergefunden habe. Und im Übrigen über die Wirkarte, das waren ganz komische Zufälle, das heißt, die gibt's ja gar nicht, habe ich auch Jan Hinnack, der hier sonst unsere Kamera macht und der mich hier nach Braunschweig zu der Mahnwache gebracht hat. Und da bin ich jetzt auch sehr dankbar für. Liebe Alruhen, ohne die Suche nach dir, dabei auf die Wirkarte gestoßen zu sein, wo ich dich endlich gefunden habe, gesehen, dass du dort aktiv bist und nun auf Kreta lebst, wäre ich nicht auf die Mahnwachen aufmerksam geworden. Hätte gar nicht gewusst, dass es sie gibt. Menschen, die wie du und ich und wie wir hier, diese Mahnwache in Braunschweig, denken und fühlen, sind eine wirkliche Lebensbereicherung. Danke euch allen und auch dir, Alruhen, von ganzem Herzen.